Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal. Das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Jungfrauen, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Der Fisch, den wir hier schon sehen können, ist euer Krafttier für diese Zeitspanne. Die Intuition ist eure Hauptenergie. Achte auf deine Träume und Eingebungen. Eine Botschaft deiner Seele wartet auf dich. Werde ruhig, halte inne, fühle in dich hinein. Die erste Karte in diesem Reading ist die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche deutet auf einen Mangel hin, auf etwas, was ihr vermissen könntet, vielleicht auch der Vergangenheit bezogen bereuen könntet. Es ist hier Trauer, manchmal Frustration dargestellt. Sie ist teilweise eine gegenwärtige, teilweise aber auch eine vergangene Karte. So oder so entstand daraus eine gewisse Unzufriedenheit. Etwas, was man, wie gesagt, bereuen könne oder was man hier als eine Art jetziges Fehlen empfindet. Die 5 der Kelche kann auch manchmal auf den falschen Fokus hindeuten. Da konzentriert man sich häufig auf etwas Nebensächliches, auf das Falsche, auf das Unwesentliche. Manchmal auch die Klärungen und Spiegelungen, genauso wie natürlich die weiteren Karten, werden mir da noch mehr Aufschluss gewähren. Die 8 der Stäbe, eine grundlegende Vergangenheitsenergie, kann ich hier auch gut und gerne natürlich dann auch konversativ deuten, weil das hier ist eine ganz typische Konversations- und Kommunikationskarte und es wäre hier mit dem Trigger natürlich zu den 5 Kelchen durchaus möglich, dass bestimmte Worte oder eine ganz bestimmte Nachricht, die euch jüngst ereilte, euch eher trübe stimmt, eher frustriert oder pessimistisch macht. Die 8 der Stäbe könnte aber auch in der gegenwärtigen Situation bedeuten. Und wie gesagt, das kann Gegenwartsenergie oder Vergangenheitsenergie hier sein. Das muss ich noch herausfinden. Aber die hier, die kann hier gut und gerne auch bedeuten, dass man über seinen Kummer, über seine Frustration redet. Das muss natürlich jetzt nicht mit einem Therapeuten unbedingt passieren oder etwas derartigem, sondern natürlich kann man auch mit Freunden, Familienmitgliedern, Arbeitskollegen über Dinge reden, die einen frustrieren, die einem auf dem Herzen liegen. Da spricht man dann vom Dampf ablassen bzw. etwas von der Seele reden und im Idealfall bekommt man dann natürlich auch dann Trost oder vielleicht auch Verständnis entgegengebracht. Das möchte ich mir ebenso noch genauer ansehen. Der Wagen. Der Wagen ist eine Karte, die sehr positiv zu deuten ist, in den meisten aller Fällen jedenfalls. Gerade in der Mitte eines Readings oben geht es hier vorrangig um den Fortschritt. Es geht darum, wie man weitermacht, basierend auf dieser Situation. Ihr seid hier vielleicht eine kurze Zeit, liebe Jungfrauen, in der sogenannten Opferrolle. Eine Opferrolle bedeutet, dass man den Eindruck hat, alles und jeder ist gegen einen. Nie passiert einem etwas Positives, immer geht es einem schlecht. Egal, was man versucht, man kommt nicht weiter. Oder es gibt vielleicht auch manche von euch, die den Eindruck haben, dass andere Menschen wollen, dass ihr scheitert. Das ist die Opferrolle. Man sieht alles negativ, man kann nichts Positives erkennen, man hat möglicherweise auch an allem etwas auszusetzen und selbst kleinste Kleinigkeiten werden kritisiert bzw. werden angesprochen, dass man das nicht gerne hat, dass es einem nicht passt. Ein gewisses Unwohlbefinden wird hier meistens dann auch nach außen getragen. Anstatt dass man selbst versucht, eine Situation zu verbessern, harrt man in dieser Situation aus und schiebt die Schuld
oder die Verantwortung meistens von sich weg auf andere oder vielleicht auch auf Umstände, die einem widerfahren sind. Das ist die Opferrolle, so kurz wie möglich erklärt. Ich sehe euch hier, wenn ihr in einer Opferrolle wart oder seid, nicht mehr länger darin verharren, weil hier ist der Durchbruch, hier ist der Fortschritt, hier ist der Progress, hier ist das Weiterkommen dort, wo vorher kein Weiterkommen war. Das möchte ich mir gerade in der Mitte auch noch genauer anschauen. Der Page der Kelche. Eine Hofkarte im Wasserzeichen. Zu den Hofkarten ist zu sagen, dass es jetzt hier nicht unbedingt entscheidend ist, welches Element dargestellt ist, sondern entscheidend ist die Charakteristik, die eine jede einzelne Hofkarte im Tarot mitbringt. Die kann entweder auf euch oder auf einen Bezugsmenschen im Resonanzfall bezogen werden. Es kann also in jeder Hofkarte auch jedes Sternzeichen dargestellt sein. Ergo, ihr oder ein bestimmter Mitmensch von euch wäre hier im Page der Kelche dargestellt. So oder so muss man den dann natürlich differenziert deuten. Der Page der Kelche ist der klassische Gutmensch, eine sehr sympathische Person, charismatische Person, aufopferungsvoll, hilfsbereit. Jemand, der kleine Komplimente, kleine Geschenke machen kann. Jemand, der sich stets von seiner besten Seite zeigt. Jemand, mit dem man auch gerne in Gesellschaft ist. Der Page der Kelche in der Spiegelung zu den Acht der Stäben könnte natürlich ein Mensch sein, bei dem man diesen Kummer, diese Frustration ablädt, mit dem man darüber redet, was man hier empfindet und der einem dann natürlich auch Trost spenden kann. Das wäre dann ein Mithelfer oder ein Helfer, könnte man auch sagen, beziehungsweise ein Freund, eine Freundin, definitiv dann eine Vertrauensperson eurerseits. Ihr könntet das natürlich auch selbst sein. Viele von euch wären hier dann wahrscheinlich dazu in der Lage, auch das Positive in schlechten Zeiten zu erkennen. Dass man vielleicht den Eindruck bislang gewonnen hat, alles ist schlecht und man hier möglicherweise auf ein paar Informationen stößt, die einem dann verraten, nicht alles ist schlecht in dieser Situation. Das Gutmensch-Denken oder diese positive Einstellung, Lebensfreude kann man auch manchmal dazu sagen, das gelingt dann auch einem Pagen der Kelche, wenn ihr daran selbst dargestellt seid. Dass man dann eben auch die kleinen Dinge im Leben mehr wertschätzt oder überhaupt erst einmal erkennt, wie es einem geht in dieser Situation. Denn es ist immer im Leben so, dass es nie unbedingt immer gut und nie unbedingt immer schlecht läuft. Es ist meistens etwas dazwischen. Aber auch gerade den will ich mir noch genauer ansehen. Fünfter Stäbe. Die Fünfter Stäbe ist Streit, Chaos, Konflikt, Meinungsverschiedenheit. Es kann hier gut und gerne sich auf die Vergangenheit wiederum beziehen, hier in der Spiegelung, dass man sich gestritten hat mit jemandem, mit dem man ja sich eigentlich nicht hat streiten wollen. Das wäre etwas beispielsweise, was man im Rückblick betrachtet gerne vermieden hätte. Aber wie sicherlich viele von euch wissen, kann man die Vergangenheit nicht verändern. Man kann aber auf Basis dessen, was passiert ist, natürlich auf unterschiedlichsten Arten und Weisen weitermachen. Es kommt meistens nicht darauf an, was passiert ist, sondern was man jetzt daraus macht oder wie man damit jetzt weiter verfährt und umgeht. Dieser Streit, dieser Konflikt, diese Meinungsverschiedenheit könnte in Zukunft aufbereitet werden. Man könnte hier nach Lösungsansätzen suchen. Beziehungsweise will man hier vielleicht dieses Thema nicht totschweigen, sondern will es im Gegenteil tatsächlich dann auch lösen oder man möchte wieder, wenn das Ganze zwischenmenschlich zu deuten ist oder zu interpretieren ist, vielleicht auch wieder jemanden konfrontieren mit der Absicht, dass man sich wieder auf einen gemeinsamen Nenner begeben kann, dass man Frieden schließt, das Kriegsbegräbt, das kann man so oder so noch formulieren und deuten. Auch die will ich mir natürlich noch genauer ansehen. Der Turm. Der Turm ist gerade im Outcome als alleinstehende Karte jetzt nicht unbedingt eine dankbare Energie, denn ich kann den hier jetzt noch nicht weiter eingrenzen. Beim Turm kann ich euch sagen, es ist eine Überraschung, die hier passiert, etwas Plötzliches, etwas, was man nicht hat kommen sehen, was einem entweder erschüttern kann, das ist dann eher ein negativer Turm, oder was auch einem verzaubern kann, das ist eher ein positiver Turm. Also positive und negative und oder negative Überraschungen, muss ich eigentlich sagen, die warten hier in Zukunft auf euch. Das kann ich hier noch nicht weiter eingrenzen. Natürlich spätestens im weiterführenden Reading werde ich den genauer eingrenzen können. Vielleicht auch anhand der weiteren Outcome-Karten. Aber auf Basis dieser Situation passiert hier etwas, mit dem man nicht gerechnet hätte. Was einem aus allen Wolken fallen lässt, was einem definitiv erstaunen könnte, ob im Positiven oder im Negativen. Die Vier der Kirche, das ist eine Ablehnung. Also das ist eigentlich jetzt schon fast auf der Hand liegend, dass hier in der Vergangenheit wahrscheinlich im zwischenmenschlichen Sinne etwas passiert ist, was jetzt nicht unbedingt zur Zufriedenheit beigetragen hat.
Es wäre möglich, und ich nenne euch ein paar Beispiele, liebe Jungfrauen, bitte behandelt sie natürlich beispielhaft und bezieht es auf die persönliche Situation. Diese Frustration, dieser Schmerz, diese Reue, diese Trauer kann entstanden sein, dadurch, dass euch in der Vergangenheit jemand den Laufpass gegeben hat, dass euch jemand abgelehnt hat, dass euch jemand nicht willkommen geheißen hat, jemand nicht wertgeschätzt hat, jemand nicht für voll genommen hat. Das ist generell Ablehnung im zwischenmenschlichen Bereich, der zwischenmenschliche Korb. Der eine Mensch will den anderen Menschen nicht. Und natürlich kann das Ganze hier dann natürlich stark frustrieren, beziehungsweise auch in der Intensität stark variieren, ob jetzt euch hier jemand, euer Traummann möglicherweise oder eure Traumfrau gesagt hat, ich will nicht mehr mit dir zusammen sein. Das ist dann natürlich sehr hoch anzusiedeln, als dass man hier beispielsweise sich auf jemanden verlassen hat, der einem dann doch hat sitzen lassen. Das ist dann etwas niedriger. Aber wie gesagt, so oder so stellt es eher eine Enttäuschung, eine Frustration, möglicherweise auch einen Zustand hin, über den man längere Zeit tatsächlich versucht hinwegzukommen, versucht es möglicherweise auch zu kompensieren oder zu vergessen, es nicht nahe an sich heranzulassen. Aber nur weil man etwas nicht nahe an sich heranlassen möchte, heißt es nicht, dass es auch nicht nahe an einem herankommt, wenn ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte, liebe Jungfrau. Das kann man meistens nicht steuern oder regulieren. Man nimmt es sich zwar vor, es sich nicht so nah herankommen zu lassen, aber wie nah es dann einem geht, ist dann meistens etwas, was man nicht beeinflussen kann. Die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Es wäre gut und gerne möglich, dass tatsächlich jener Mensch für diese Frustration, für diesen Schmerz oder für dieses Trübsal verantwortlich ist. Die Königin der Stäbe ist generell eine Hofkarte im Feuerzeichen, wobei es sich, wie auch schon vorhin gesagt, hier natürlich nicht unbedingt um ein Feuerzeichen und auch hier nicht unbedingt um ein Wasserzeichen drehen und handeln muss, sondern es kann jedes Sternzeichen sein, vorausgesetzt die Charakteristiken sind resonierend und passend. Die Königin der Stäbe ist sprunghaft, temperamentvoll, häufig attraktiv, definitiv aber auch etwas stur oder starrsinnig kann eine Königin der Stäbe sein. Sie hat eine sehr ausgeprägte Menschenkenntnis, weiß also, wie man mit Menschen umgeht, unterschiedlichster Natur, weiß aber auch, und das ist so ein bisschen manipulativ an der Königin der Stäbe, weiß, wie man andere Menschen ausnutzt, weiß, wie man von ihnen das bekommt, was man haben möchte, welche Knöpfe man drücken muss, auf gut Deutsch gesagt. Und das wäre möglich, das sehe ich hier zwar noch nicht per se, aber es lässt mich tatsächlich schon diese Hofkarte und diese Charakteristik anhand dieser Energien hier erahnen, dass euch jemand ausgenutzt hat in der Vergangenheit, zweckentfremdet hat, sich von euch etwas geholt hat, worauf es ihm oder ihr vorrangig ankam, aber dass dann mehr daraus wurde, dass das Ganze anhaltender Natur war oder von beständiger Natur war, das scheint mir dann nicht unbedingt so gewesen zu sein. Wie gesagt, das ist eine beispielhafte Formulierung, auch darüber will ich noch mehr herausfinden. In der Mitte des Readings auf den Waagen haben wir den Gehängten geklärt. Der Gehängte ist eine Karte, die sehr zweideutig zu interpretieren ist. Zum einen würde es hier einen Stillstand möglicherweise geben, ein Stagnieren, ein Festsitzen, ein Festhängen, ein Nicht-von-der-Stelle-Kommen. Diese Deutungsvariante scheint mir hier naheliegend dann zu sein, wenn man hier schon eine Zeit lang zurechtkam mit dem, was passiert ist, aber es jetzt einem tatsächlich völlig vereinnahmen könnte. Man hat eine Art Loslassprozess, Bewältigungsprozess oder Heilungsprozess bereits im vollen Gange erlebt, aber auf bestimmten oder aufgrund bestimmter Vorkommnisse scheint man jetzt hier tatsächlich in den Stillstand zu geraten, anders ausgedrückt eine Vollbremsung hinzulegen. Ich habe hier die langsamste Karte im Tarot in der Mitte, ich habe die schnellste Karte im Tarot und die auf die geklärt bedeutet Vollbremsung. Bedeutet dort, wo man vorher vielleicht Fortschritte verzeichnen konnte, gibt es hier definitiv keinen Fortschritt mehr. Der Gehängte hat die weitere Deutungsvariante, dass es sich hier um eine Art Perspektiven- oder Meinungswechsel drehen und handeln kann. Man versucht sich beispielsweise die derzeitige Lage aus einem anderen Blickpunkt aus nochmals anzuschauen, quasi die Angelegenheit in einem anderen Licht zu sehen. Das kommt aber sehr stark darauf an, was da in der Vergangenheit passiert ist. Man stellt sich hier beispielsweise die Frage, welche Gründe hatte er oder sie für sein oder ihr Tun und Handeln. Und das kann man vielleicht auf sich alleine gestellt nicht erklären, denn man kann es nicht nachvollziehen. Aber wenn man sich in die Lage einer Königin der Stäbe beispielsweise versetzt, liegt es möglicherweise im Bereich des Möglichen, dass man es nachvollziehen kann. Aber die oder die andere Deutungsvariante, die scheint mir hier doch schon
eine Art neuen Wind einhauchen zu können, etwas Neues zu starten, ob das jetzt eine neue Meinung oder neue Perspektive ist oder ob das eine neue Situation ist, wo man dachte, man kommt mit dem klar, was passiert ist, aber jetzt ein Einsehen haben muss, so richtig klar kommt man damit noch nicht wirklich. Der Ritter der Münzen, das liegt jetzt hier recht nahe, dass ihr das seid. Und dementsprechend liegt es jetzt auch recht nahe, dass das euer Gegenüber ist. Und dementsprechend liegt es auch recht nahe, dass das hier entweder ein Helfer ist oder eure bisherige Einstellung, euer bisheriges Mindset war. Muss ich euch jetzt genauer erklären. Also gerade Hofkarten, gerade mit diesen unterschiedlichen Charakteristiken, die können natürlich dann Readings komplizierter gestalten. Aber wann ist das Leben schon mal einfach? Wann ist das Leben mal nicht kompliziert, gerade zwischenmenschliche Angelegenheiten? Ritter der Münzen und Königin der Stäbe. Königin der Stäbe, heißblütig, man könnte auch spontan sagen, leidenschaftlich, körperlich, sprunghaft, temperamentvoll. Ritter der Münzen, komplett andere Person. Der Ritter der Münzen ist bodenständig, ausdauernd, gemütlich, gemächlich. Das ist jemand, der nichts überstürzt. Das ist eine spontane Person. Das ist jemand, der langfristige Ziele hat und auch an deren Realisierung arbeitet. Das ist jemand Sprunghaftes, der jeden Tag lebt, als wäre es sein letzter. Der Ritter der Münzen auf den Page der Kelche bedeutet entweder, ihr habt hier jemanden, der euch zuhört, der euch eure Geschichte anhört, der euch tröstet, der möglicherweise für euch da ist, der euch auch vielleicht wieder aufbauen will, helfen will, darüber hinwegzukommen. Dann habt ihr es hier mit einem Freund, einer Freundin, Arbeitskollegen, Familienmitglied, Nachbarn etc. zu tun. Es könntet aber auch ihr selbst gewesen sein. Nämlich das hier ist, wie auch schon vorhin gesagt, jemand, den man mal schnell ausnutzen könnte. Das ist ein Gutmensch, der vielleicht auch ein bisschen zu hilfsbereit ist, zu nett, zu vergebungsvoll, zu tolerant sein könnte. Das ist jemand, der einer Königin der Stäbe beispielsweise alles durchgehen lässt, auch wenn das manchmal schon teilweise grenzwertige Erfahrungen waren. Von einem Gutmenschen, der sich ausnutzen lässt, zu einem Ritter der Münzen, der sich vorrangig auf Persönliches konzentriert, das kann natürlich dann auch einen Wandel auf eurer Seite darstellen. Und deswegen muss man das hier aus bislang noch zwei unterschiedlichen Blickpunkten aus betrachten, weil das eine Szenario ist genauso plausibel und genauso denkbar wie das andere Szenario. Und deswegen werde ich hier auch wahrscheinlich noch die weiteren Klärungs- und Spiegelungskarten benötigen. Es geht hier definitiv mehr in Richtung Zukunft. Der Ritter der Münzen ist hier rechtsorientiert, die Königin ist gegenwartsorientiert und hier haben wir den Pagen, der linksorientiert ist. Wir haben hier eine Zukunftskarte, wir haben hier Vergangenheitsorientierung. Das heißt, der Anfang dieses Readings bezieht sich mehr auf das, was passiert ist. Der Verlauf bezieht sich auf die Gegenwart und wie man jetzt weitermacht auf Basis dessen, was passiert ist. Und hier hinten haben wir schließlich das, wie es weitergeht. Wir haben hier eine Abfolge, die sich nicht nur auf Mitte August beziehen muss, liebe Jungfrauen, sondern schon längst präsent sein könnte und vielleicht auch noch länger andauern kann. Also quasi so eine Art Übergangsphase. Und eine Übergangsphase ist manchmal nicht eine Sache von ein paar Tagen, sondern teilweise von Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren. Drei der Münzen ist zukunftsorientiertes Denken und Handeln in vielen Fällen. Man könnte sich hier auch mit anderen Menschen zusammentun, um gemeinsame Ziele, Wünsche und Träume sich zu erarbeiten. Man könnte hier mit den drei der Münzen nämlich dann auch vom Team ab oder vom Partner ab sprechen. Drei Münzen in der Kombination bzw. in der Klärung auf die fünf Stäbe, dann kann ich die hier nicht nur negativ deuten, was einen Streit, einen Konflikt, eine Meinungsverschiedenheit darstellt, sondern auch den Teamwork, sondern auch die Mitarbeit oder die Mithilfe, der Zusammenhalt kann hier mit der Kombination dargestellt sein. Was man hier sich also wünscht, ist das eine, nämlich ein Mensch, der euch möglicherweise dann auch tatsächlich so begegnet, wie ihr ihm begegnet, euch so behandelt, wie ihr ihn behandelt, gleichermaßen sich engagiert für etwas, was man vorhat. Ihr merkt, ich kann es hier auf viele unterschiedlichen Arten und Weisen noch interpretieren. Da werden mir wahrscheinlich jetzt die Klärungen und Spiegelungen hier unten noch mehr verraten. Fünfte Münzen. Fünfter Münzen ist etwas, was nicht allzu häufig vorkommt in allgemeinen Tarot-Readings, denn das ist eine klassische Vergangenheitskarte. Es ist eine klassische Verlassenskarte. Und wenn die sich im Outcome befindet, Vergangenheit im Outcome, ihr werdet es merken, das ist ein Widerspruch in sich, heißt es entweder etwas, was in der Vergangenheit bereits passiert ist, wird sich in der Zukunft wiederholen, das kann passieren, oder etwas, was bislang noch nicht abgeschlossen ist, wird in der Zukunft abgeschlossen.
Das kann die andere Deutungsvariante sein. Und mit dem Turm in Verbindung wäre ebenso noch beides möglich. Denn entweder wird man hier an einem ganz bestimmten Zeitpunkt einsehen oder erkennen können, man denkt gar nicht mehr an diesen Menschen. Dieser Mensch hat keine Relevanz mehr. Dieser Mensch war vielleicht in eurem Kopf und in eurem Herzen präsent, auch nachdem es hier möglicherweise einen Streit gab oder ein Auseinandergehen gab. Und das hat sich dann über Wochen oder Monate oder gar Jahre durchgezogen, bis man dann irgendwann merkt, was ist denn eigentlich mit meinem Gegenüber? Ich denke ja gar nicht mehr an ihn oder sie, habe ich jetzt schon seit ein paar Wochen nicht. Ich schaue auch nicht mehr auf das Facebook-Profil von ihm und ich warte auch nicht mehr vor meinem Handy, bis dann er oder sie im WhatsApp was schreibt oder etwas derartiges. Ich denke, ihr wisst, was ich euch damit sagen möchte. Ein Loslassprozess, Bewältigungsprozess, Heilungsprozess kann man auch dazu sagen, der scheint hier bei einigen von euch im vollsten Gange zu sein, aber nicht, ich sage jetzt mal, im Vordergrund zu stehen. Ihr arbeitet da nicht wirklich vehement daran und ihr lasst es im Prinzip einfach im Hintergrund laufen. Das ist kein schlechtes Vorgehen. Das ist definitiv ein sehr bewährtes Vorgehen sogar. Man kann nämlich derartige Prozesse auf unterschiedlichsten Arten und Weisen bewerkstelligen. Man kann es natürlich dann auch sich aktiv immer mal wieder anschauen und sich zum Beispiel sagen, nein, dieser Mensch ist in meiner Vergangenheit, an ihn oder sie habe ich keine Bedenken mehr in der Zukunft, ich habe keine Wünsche, mich verbindet nichts mehr mit diesem Menschen und das kann man sich jeden Tag vorbeten, ob es dann so ist oder nicht so ist, sei dahingestellt. Aber was ihr hier macht, ihr konzentriert euch hier mehr auf Persönliches und je höher man Persönliches gewichtet, desto weniger gewichtet man logischerweise das Zwischenmenschliche und desto weniger wird auch dieser Mensch in eurem Kopf und in eurem Herzen im Laufe der Zeit präsent sein, bis er es irgendwann tatsächlich gar nicht mehr ist. Und dann kann man sagen, ist hier an einem bestimmten Zeitpunkt ein Loslassprozess erfolgreich abgeschlossen worden. Das passiert manchmal so, das passiert wie gesagt nicht immer so. Es gibt hier aber genauso noch die Möglichkeit, dass euch die Vergangenheit urplötzlich einholt, dass dieser Mensch sich aus heiterem Himmel bei euch meldet, hey, lang nicht mehr gesehen, wollen wir mal wieder einen Kaffee trinken gehen. Das kann natürlich einen derartigen Loslassprozess vollkommen über den Haufen werfen, je nachdem, wie es oder was es mit einem macht, je nachdem, wie man es interpretiert oder wie hier eine vielleicht erneute Begegnung oder Konfrontation tatsächlich dann ausschaut. Natürlich ist es dann noch gewichtiger, wenn dieser Mensch plötzlich an eurer Tür klopft und ihr die Tür aufmacht und dann seht ihr diesen Menschen. Was dann alles in einem wieder hochkommt, kann man sich vielleicht denken. Derartiges kann ich hier in der Zukunft entdecken, natürlich auf die ein oder andere Weise. Das muss ich noch weiter versuchen einzugrenzen. Also diese erste Sparte ist völlig eindeutig. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, was genau passiert ist. Die eine wäre relativ allgemein und das ist eben hier mit den 5 der Kelchen Reue, Trauer, Verlust. Hier mit den 4 der Kelchen die Ablehnung, der Korb, ja, der Rückschlag oder der Misserfolg. Dieses ein Mensch will den anderen nicht und hier ist es logischerweise Frustration, Trübsal, Herzschmerz, negative Stimmung, schlechte Grundatmosphäre. Diese Karten hier in dieser Sparte sprechen eine eindeutige Sprache, beziehen sich hier vorrangig auf das, was im zwischenmenschlichen Sinne wahrscheinlich zwischen euch beiden hier passiert ist. Klassisch könnte man sagen, hier ist etwas in die Brüche gegangen, hier habt eine Freundschaft gekündigt, hier eine Freundschaft wurde aufgelöst, man redet nicht mehr mit einem Familienmitglied, nachdem man sich in die Haare bekommen hat oder natürlich kann man hier auch gut und gerne eine Partnerschaft beendet haben. So oder so ist das, was da passiert ist im zwischenmenschlichen Sinne, auf die persönliche Situation zu beziehen und so oder so ist sie natürlich dann auch unterschiedlich bei vielen von euch zu gewichten beziehungsweise ist die Intensität relativ variabel. Ebenso könnte man es hier gut und gerne eben auf die oder auf die andere Art und Weise dann als Loslass-, Heilungs- oder Bewältigungsprozess bezeichnen. Mit den 3 der Schwertern gibt es hier aber auch noch eine Variante, die ebenso plausibel ist und das wäre dann die Dreierkonstellation. Das ist nämlich eine typische Dreierkonstellationskarte und würde mir dann verraten, dass euer Gegenüber nicht Schluss gemacht hat. Das vielleicht auch, aber vorrangig liegt dann der Schmerz, die Frustration, dieser Rückschlag, Misserfolg, das Trübsal dahin, weil er oder sie vielleicht fremdgegangen ist, weil er oder sie sich dann plötzlich mehr für jemand anderes interessierte, als für euch, für den er oder sie sich eigentlich interessieren sollte. Man kann es vielleicht vermutet haben, es kann natürlich auch tatsächlich passiert sein, aber so oder so, ob jetzt hier eine dritte außenstehende Person für das verantwortlich ist, was passiert ist oder nicht, das ist nicht unbedingt ausschlaggebend für den Schmerz, für die Frustration und für das Trübsal, was man aus dieser entstandenen Situation mitgenommen hat.
Fünf der Schwerter. Interessant. Das legt sogar näher, dass man hier mit der Vergangenheit nochmal konfrontiert wird, als dass man hier plötzlich dann einen Loslassprozess bewerkstelligt hat. Muss ich euch genauer erklären. Fünf der Schwerter ist die Selbstmanipulation, die Selbsthinterfragung, die Selbstsabotage, das über sich selbst nachdenken und in Frage stellen. Und wenn das Ganze hier auf die Königin der Stäbe geklärt ist, für jene Person ist das da schon komplett untypisch eigentlich. Eine Königin der Stäbe, eine sture Person, eine stolze Person, jemand, der meint, keine Fehler zu machen, der sich selbst hinterfragt, das ist selten. Und es könnte hier sogar noch einen Schritt weiter gehen mit der Spiegelung auf die Konversation, dass hier jemand aus eurer Vergangenheit, von dem ihr das niemals erwartet hättet, und ich hätte das persönlich auch von einer Königin der Stäbe nicht erwartet, dass hier jemand nicht nur sagen könnte, es tut mir leid, was damals passiert ist zwischen uns beiden, sondern die Schuld auf sich nimmt, erstens mal das, damit einen Fehler eingesteht, und das ist ultra selten für eine Königin der Stäbe, und möglicherweise sogar, was die Zukunft angeht, den Versuch starten will, es besser zu machen. Das ist jemand, der tatsächlich eine verspätete Einsicht haben könnte über das, was er oder sie fälschlicherweise getan hat in der Vergangenheit, einen Fehler, der begangen wurde, der jetzt möglicherweise erstens mal tatsächlich dann entschuldigt werden soll, also man bittet darum, dass einem verziehen wird, logisch, und dann hier möglicherweise noch mit dem Hintergrundgedanken, dass man das Ganze vielleicht neu aufrollen will, tatsächlich dann in Zukunft weiterführen kann. Das ist etwas, was nicht wirklich häufig vorkommt in einem allgemeinen Tarot-Reading, mit dieser Sparte aber recht deutlich zu sein scheint. Fünf der Münzen, Verlassenskarte, ich habe es euch vorhin schon gesagt, also dieses Verlassensthema, ob das jetzt tatsächlich ein Verlassen ist, was mit Fremdgehen zu tun hat oder ob es schlichtweg zwischen euch beide nicht mehr klappte, da hat die Chemie irgendwann mal nicht mehr gestimmt, da hat man sich dreimal gedatet und hat man gemerkt, okay, irgendwie passt das nicht zwischen uns beiden oder man war 20 Jahre verheiratet und dann hat der eine den anderen plötzlich über Nacht verlassen. Es kann hier so viel passiert sein. Ich habe hier die Verlassenskarte auf den Wagen und die Verlassenskarte auf den Gehängten. Das ist einmal der Fortschritt und einmal der Stillstand. Und deswegen habt ihr es hier mit einem Loslass-, Heilungs- oder Bewältigungsprozess zu tun, liebe Jungfrauen, der mal sehr vorangeht, sehr gut vorangeht, wo man weniger und weniger an jemanden zurückdenkt und mal gar nicht vorangeht. Da muss man bloß mal wieder einen Traum haben vom Gegenüber. Oder man findet beim Aufräumen irgendein Geschenk, was einem mal gemacht wurde. Und wird dann wiederum konfrontiert mit dem, was da in der Vergangenheit war. Das setzt einen in eine melancholische oder nostalgische Gedankenenergie. Und dann denkt man wieder viel mehr an das Gegenüber zurück, als man es sich eigentlich vorgenommen hat. Und achte auf deine Träume und Eingebungen. Botschaft deiner Seele, werde ruhig, halte inne, fühle in dich hinein. Es könnte hier ein Indiz dafür sein. Gerade wenn das hier auf eine spirituelle Art und Weise gedeutet und interpretiert werden kann, dann könnte es hier eine Art Zeichen oder Signal geben, dass das, was da in der Vergangenheit passiert ist, noch nicht das Ende vom Lied ist, noch nicht das letzte Wort ist, dass das, was passiert ist, natürlich logischerweise passiert ist. Aber das heißt nicht, dass in Zukunft ihr und euer Gegenüber getrennte Wege gehen werden weiterhin. Es kann hier nämlich genauso gut zu einer Art Wiedervereinigung kommen, beziehungsweise lässt es euch manchmal erahnen, dass ihr und euer Gegenüber mit euren gegenseitigen Aufgaben im Leben, um es jetzt mal ein bisschen philosophisch auszudrücken, noch nicht fertig seid. Die Neun der Kelche. Eine gewisse Erfüllung, glaube ich tatsächlich, habt ihr und euer Gegenüber euch gegenseitig bescheren können. Ich glaube, dass es nicht von Anfang an schlecht lief zwischen euch beiden. Ich glaube, dass die Anfangsphase gerade wahrscheinlich sehr positiv war und nach einer bestimmten Zeit, ob das jetzt ein Monat oder 20 Jahre sind, sei dahingestellt, sich einer von euch beiden entweder schlagartig verändert hat oder tatsächlich einen unverzeihlichen Fehler begangen hat. Und ich nehme eher an, dass ihr hier drin dargestellt seid, dann nehme ich auch eher an, dass euer Gegenüber den Fehler gemacht hat. Aber wie gesagt, auch hier können die Rollen vertauscht sein. Neun der Kelche bedeutet Wunscherfüllung, Fülle an Gefühlen, Erfüllung von Bedürfnissen, Nachkommen von Forderungen. Ich glaube, dass hier jemand, und das ist euer Gegenüber hier, mehr und mehr im Stillen und Heimlichen, ich glaube nicht, dass ihr davon Wind bekommt, jedenfalls noch nicht, aber euer Gegenüber scheint hier mehr und mehr ein Einsehen zu haben, dass er oder sie
sie sich vielleicht hätte anders verhalten müssen. Ich glaube aber ebenso, dass hier mit den neuen Kelchen auf den Ritter der Münzen und auf den Pagen der Münzen einige von euch noch gewisse Empfindungen für das Gegenüber haben. Das muss jetzt keine innige Liebe sein, das muss jetzt auch nicht unbedingt diese körperliche Anziehung sein, aber ich möchte es so formulieren, so ganz egal, glaube ich, ist euch dieser Mensch noch nicht oder nicht, generell nicht. Das kann ich mir gut und gerne auch wiederum in der Intensität sehr variabel vorstellen. Allerdings ist das natürlich auch etwas, was einen Loslassprozess nicht unbedingt erleichtert. Sechster, ja, hätte ich jetzt gar nicht gebraucht eigentlich, weil das war jetzt eigentlich offensichtlich, dass hier nicht alles schlecht war in der Vergangenheit. Die sechster Kelche ist ebenso eine Vergangenheitskarte, wie ich jetzt auch hier die 5, wie ich auch hier die 4 Kelche deuten kann, wie ich auch die 5 Münzen und die 5 Münzen hier deuten kann. Aber die 6 Kelche ist eine der wenigen positiven Vergangenheitskarten. Hier geht es um eine schöne Zeit, die man meist in Zweisamkeit erlebt hat. 6 der Kelche auf die 3 der Münzen heißt, dass in Zukunft etwas, was schon einmal so schön war, wieder erarbeitet werden soll und natürlich auch kann. Allerdings ist man sich hier uneinig, ob man das mit diesen Menschen machen möchte, mit dem man das schon erlebt hat, oder ob es vielleicht ein neuer Mensch sein soll, mit dem man das möglicherweise wieder sich erarbeiten möchte. Man ist sich hier etwas uneinig, möchte ich sagen, ob man sich von diesen Menschen final entfernen will oder ob man sich möglicherweise zunächst einmal regenerieren muss, um vielleicht auch wiederum einen gemeinsamen Weg zu gehen. Ist denn dieser Mensch keinen einzigen Gedanken mehr wert, der an ihn oder sie verschwendet wird? Oder ist es vielleicht doch etwas, was einem noch Anhängsel bereitet? Hängt man vielleicht doch noch irgendwie an diesen Menschen? War denn diese schöne Zeit, die hier dargestellt ist, denn doch vielleicht so erfüllend, dass man sie sich mit einem anderen Menschen in der Intensität vielleicht kaum vorstellen kann? Das sind Fragen, die ihr euch nur selbst beantworten könnt. Das kann ich euch nicht sagen. Und viele, die sich in einer derartigen Situation befinden, sind in der Situation auch erfahrungsgemäß nicht unbedingt ehrlich zu sich selbst. Das sind dann typischerweise jene Menschen, die sagen, nein, dieser Mensch, der hat mir so wehgetan und er oder sie soll mir ruhig gestohlen bleiben. Ich möchte nie wieder etwas von ihm oder ihr hören. Und es sind dann manchmal die Menschen, die dann nachts im Bett liegen, ständig an diesen Menschen hier denken und sich wünschen, wäre er oder sie jetzt doch nur bei mir. Das sind dann Menschen, die sich dann selbst belügen, logischerweise. Ob ihr das macht oder nicht, sei natürlich auf eure persönliche Situation zu beziehen, aber ich sehe hier, dass man so schwierig, so schwer, so schmerzhaft die Vergangenheit auch war, es sich dennoch in der Zukunft wünschen würde, dass das Ganze wiederum positive Verläufe annimmt oder man dort ansetzen kann, bevor alles aus dem Ruder gelaufen ist. Der Magier. Ziele, Wünsche, Träume, Vorhaben, Anliegen, Perspektiven. Der Magier ist definitiv eine Karte, die man als sehr erstrebenswert und als sehr ehrgeizige Energie bezeichnen kann. Es geht hier um Vorhaben, die man durchsetzen will in Zukunft. Es geht hier also mit der Kombination Turm und Kombination 5 Münzen darum, etwas, was in der Vergangenheit bereits passiert ist, entweder nach wie vor wieder aufzurollen, wieder hochzuholen, um es final zu verarbeiten, das ist Nummer 1, oder wenn es nach eurem Gegenüber hier geht, außer wie gesagt, es sind die Rollen hier vertauscht, dann müsst ihr euch das Ganze natürlich umdrehen. Wenn es nach ihm oder ihr hier geht, soll das, was in der Vergangenheit schon einmal da war, an einem bestimmten Punkt, wo es nämlich noch schön war, weiterlaufen. Das ist dann ihr Ziel, ihr Wunsch oder ihr Traum, sprechen von der Königin der Stäbe. Was euer Bestreben hier ist, kann so oder so tatsächlich sein. Weiterhin, liebe Jungfrauen, ist der Magier eure klassische Tarotkarte. Darin ist der Merkur repräsentiert. Merkur ist euer Herrscherplanet. Deswegen seid ihr hier energetisch in eurem eigenen Reading sowieso schon mal im Outcome dargestellt. Das ist generell positiv. So oder so scheint es hier also zu positiven Entwicklungen zu kommen. Und das ist hier mit dem Magier definitiv in Richtung Wunscherfüllung, in Richtung Zielsetzung gehen kann, liegt hier eigentlich schon relativ auf der Hand. Und wofür dieser Fisch und diese Intuition hier steht, das ist etwas, was man hier im ersten Blick nicht sehen kann. Aber wenn man sich das hier durchliest, achte auf deine Träume und Eingebungen, Botschaft deiner Seele, werde ruhig, halte inne, fühle in dich hinein, heißt im Prinzip nichts anderes, als werdet euch darüber klar, ob das hier Geschichte sein soll
oder ob das, was passiert ist, Geschichte sein soll, der Mensch aber in der Zukunft weiterhin präsent sein soll. Wollt ihr jemanden final hinter euch lassen oder wollt ihr lediglich das hinter euch lassen, was mit diesen Menschen im Zusammenhang passiert ist? Das eine ist nicht gleich das andere und ein Loslassprozess ist nicht gleich ein Loslassprozess. Das kann man auf verschiedensten Arten und Weisen natürlich auch mit unterschiedlichsten Vorstellungen dann auch anders betiteln. Ich bin hier sehr gespannt auf das weiterführende Reading, vor allem auf den Turm, was hier plötzlicher und unvorhergesehener Natur passiert und euch potenziell widerfährt. Ich möchte da natürlich jetzt auch noch mehr Details herausfinden, noch mehr Einblicke gewähren über diese Gesamtsituation, natürlich auch potenzielle Prognosen anstellen, wie das Ganze im Begriff ist, weiterzugehen. Und solltet ihr euch in einer derartigen Lage oder Situation befinden, sind euch diese Energien nicht fremd? Könnt ihr etwas mit den Karten hier anfangen oder kurz gesagt, resoniert das Reading für euch, liebe Jungfrauen? Dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von diesem Video gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, natürlich, sofern es euch gefallen hat. Genauso wie ich mich über ein Abo freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen, euch kommt es natürlich nicht zum Nachteil. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen August weiterhin. Bleibt gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.